Apple hat vor kurzem die 5. Generation des iPad Air vorgestellt und natürlich bietet Logitech direkt passendes Zubehör für die neue iPad-Generation an. In diesem Fall das Logitech Combo Touch und den passenden Logitech Crayon Pencil. Beides schauen wir uns im heutigen Video einmal etwas genauer an und werfen vor allem einen Blick auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Sollten dich Videos wie dieses zu coolen Gadgets und praktischem Zubehör interessieren oder du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns das Logitech Combo Touch in Kombination mit dem iPad Air der 5. Generation und den Logitech Crayon Pencil direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wenn man das Logitech Combo Touch Keyboard und Trackpad Case das erste Mal in die Hand nimmt, dann fällt einem direkt das sehr schlanke und minimalistische Design auf, in diesem Fall in der Farbe Oxford Grey, welche ich hier im Video auch verwende und persönlich sehr schön finde. Das Case schützt das iPad rundherum und wir haben hier in diesem Fall auch eine abnehmbare Tastatur-Trackpad-Kombination und diese ist schön flach, wodurch sie, wenn sie eben auf dem iPad liegt, auch nur leicht aufträgt. Bei der Materialwahl wurde unter anderem auf eine Textiloberfläche gesetzt, die sich sehr gut anfühlt und auch sehr hochwertig aussieht. Das Case besteht aus stabilem Kunststoff mit Vorder-, Rückseiten- und Eckenschutz, um Glasbrüche, Kratzer oder eben auch Dellen zu vermeiden. Die Verarbeitung ist Logitech typisch sehr gut und insgesamt macht das Combo Touch auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck und ich denke, dass man da sehr lange etwas von haben wird. Wenn wir uns das Logitech Combo Touch einmal etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir unter anderem extra Aussparungen für den Touch-ID-Sensor haben, im Power-Button, dann natürlich für den USB-C-Anschluss, aber auch für die Lautsprecher. Die sind alle ausgespart, sodass sie eben weiterhin verwendet werden können. Auch die magnetische Halterung für den Apple Pencil der 2. Generation wurde natürlich freigelassen auf der Oberseite. Lediglich die lauter leise Buttons dagegen haben drückbare Aufsätze bekommen. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass der iPad Smart Connector im Case verbunden wird, um sich wiederum mit der abnehmbaren Tastatur direkt am Combo Touch dann zu verbinden. Und außerdem wird so natürlich auch das Combo Touch Keyboard und das Trackpad mit Strom versorgt und muss nicht extern geladen werden, was natürlich sehr praktisch ist. Man hat immer alles mit dabei und muss sich nicht irgendwie darum kümmern, dass die Tastatur zusätzlich auch geladen ist. Und wo wir gerade schon bei der Tastatur und beim Trackpad sind, sprechen wir doch direkt einmal darüber. Insgesamt haben die Tasten der Tastatur einen sehr angenehmen Druckpunkt beim Tippen. Das Trackpad ist sehr zuverlässig und bedient sich mit iPadOS sehr schön. Die Gestensteuerungen funktionieren tadellos. Es gibt extra iOS-Tasten, wie zum Beispiel der Home-Button. Und auch Funktionen wie Universal Control, die jetzt neu dazugekommen sind, machen mit der Tastatur-Trackpad-Kombination gleich noch mehr Spaß. Und dank der integrierten Hintergrundbeleuchtung ist es natürlich auch möglich, bei schlechteren Lichtverhältnissen oder auch im Dunkeln zu arbeiten. Kommen wir als nächstes auch schon zu den Anwendungsbereichen und da gibt es natürlich diverse, unter anderem erst einmal ganz normales Arbeiten, das heißt zum Beispiel E-Mails tippen, Notizen machen oder auch längere Arbeiten schreiben, wie eine Bachelorarbeit zum Beispiel, ist damit kein Problem und dank dem frei einstellbaren Winkel kann man dann eben die perfekte Position wählen, mit der man dann am Ende arbeiten möchte. Es gibt aber auch extra einen Winkel, der sich besonders gut fürs Zeichnen eignet und da kann man dann eben die Tastatur ganz einfach abnehmen und daraufhin das iPad in so einem leicht angeschrägten Winkel verwenden und das zum Beispiel mit dem Apple Pencil, aber eben auch mit dem Logitech Crayon. Dieser dient zum präzisen Zeichnen, einfachen Markieren oder auch zum Schreiben von längeren handschriftlichen Texten auf dem iPad. Besonders für die Schule, Uni oder auch auf der Arbeit bietet der Logitech Crayon eine echte Erleichterung. Und dank der verbauten Apple Pencil Technologie ist genauso perfektes Zeichnen, Skizzieren und Schreiben möglich. Allerdings am Ende für weniger Geld. Natürlich eignet sich das Combo Touch Case aber auch ideal, um zum Beispiel Filme oder Serien zu schauen. Auch dort könnt ihr dann die Tastatur ganz einfach abnehmen und daraufhin den entsprechenden Winkel wählen, den ihr benötigt, um zum Beispiel am Schreibtisch oder auch im Bett Serien und Filme zu schauen, was auf jeden Fall im Alltag auch sehr schön ist, dass man eben die Möglichkeit hat, das Ganze zu trennen und dann eben zum Beispiel zum Konsumieren zu verwenden. Natürlich könnt ihr aber auch ganz normal weiterhin an eurem iPad lesen. Dazu könnt ihr entweder wieder die Tastatur abnehmen oder ihr habt auch die Möglichkeit, sie verkehrt herum wieder anzuschließen, um sie dann sozusagen auf die Rückseite zu klappen, damit ihr sie zum Beispiel in einer Stunde, wenn ihr wieder arbeiten wollt, ganz einfach wiederverwenden könnt und ihr sie nicht irgendwo anders hinlegen müsst. Das heißt, die Tastatur kann auch ohne Probleme immer mit am iPad dabei sein. Insgesamt ist das Combo Touch Case also wirklich sehr vielseitig einsetzbar, egal ob man zum Beispiel Serien oder Filme schauen möchte, ob man zeichnen möchte oder ob man arbeiten möchte. Man kann die Tastatur ganz einfach abnehmen oder direkt wieder anschließen. Das ist auf jeden Fall im Alltag wirklich sehr praktisch.
Und damit wären wir jetzt auch schon bei meinem Fazit angekommen und ich muss auf jeden Fall sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Combo Touch wirklich sehr gut ist, denn 199 Euro sind hier auf jeden Fall ein sehr fairer Preis für das, was man bekommt. Man bekommt ein sehr, sehr gutes Case und zusätzlich dann eben die Tastatur inklusive Trackpad. Man benötigt keine Maus mehr, sondern hat eben alles, was man zum Arbeiten benötigt, direkt innerhalb des Combo Touch Cases mit dabei und das erspart auf jeden Fall sehr viel Rumgeschleppe und gleichzeitig kann man eben sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten damit umsetzen. Das Logitech Combo Touch Case punktet bei der Vielfältigkeit, bei der Modularität und vor allem auch bei der Verarbeitung und mir persönlich sagt das Design auf jeden Fall auch sehr zu. Zusätzlich ist der Logitech Crayon Pencil für gerade mal 70 Euro eine sehr gute und kostengünstige Alternative zum Apple Pencil der zweiten Generation. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass man ihn eben nicht direkt am iPad laden kann oder irgendwie dort magnetisch verstauen kann. Man muss ihn eben extra mitnehmen und per Lightning aufladen. Wen das aber nicht stört, der bekommt hier auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt und eine sehr gute Alternative zum Apple Pencil der zweiten Generation. Solltet ihr übrigens eine andere iPad-Generation haben, wie zum Beispiel ein iPad Pro oder ein iPad Air der vierten Generation oder vielleicht auch ein iPad der neunten Generation, dann bietet Logitech das Combo Touch Case auch für andere Generationen an. Ihr findet alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick über das neue Logitech Combo Touch Case und den Logitech Crayon geben konnte. Sehr gerne könnt ihr mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dieser Tastatur-Trackpad-Case-Kombination? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.